Willkommen zurück, eine neue Folge Monster Train. Wir spielen die Kombination aus schmelzende Relikte und stygische Wache, haben unseren Schwindling im letzten Chapter jetzt mit Dornen auch noch ausgestattet und hoffen, dass wir so viele Gegner mit ihm killen können, dass er diesen permanenten Buff noch von dem permanenten Buff noch profitieren kann. Unsere Zauber sind gut ausgebaut, unsere Monster sind sehr stark, besonders die beiden Kopfgeldjäger mit Flink, jetzt schon zusammengerechnet auf 180 Schaden. Wachsendes Schwert wird immer stärker, wir haben sehr viele reformierende Zauber, gerade mal 20 Karten im Deck, das heißt, wir ziehen eigentlich auch nur noch gute Karten. Von daher sollte das auch ganz gut funktionieren. Das werden wir jetzt sehen und gehen in die nächste Runde. So, gegnerische Einheiten kommen mit 5 Dornen ins Spiel. Nehmen wir mit. So, der gibt Multischlag. Okay. Also hier können wir erstmal nichts großartig machen. Die beiden sterben. Und mehr haben wir nicht zu bieten. Okay. Und 40. Gut. Er brennt jetzt aus. Das ist in Ordnung. Er stirbt. Das ist auch in Ordnung. Er stirbt. Okay. So. Auch beide Einheiten wieder. So. Müssen wir mal schauen. Die beiden machen wieder ihr dynamisches Duo. Einen Moment. Wir können auf jeden Fall sämtliche Einheiten rufen. So. 85. Das heißt, er würde den killen, er würde aber auch den killen. Problem ist eher, dass er die vorderste Einheit. Ah, okay, die haben wir noch Leben. Er killt sich selber, wenn er den killt. Okay, ich denke, ich weiß nicht. Also, wir setzen ihn hier hin. Er killt ihn, killt sich damit selber. Bekommt permanent und den normalen Boost. Die Dame des Hauses und sie in Kombination setzen wir wieder hier hinten hin. So. Wenn ich ihn jetzt hier angreifen lasse, ich hoffe, dass er durch die Tarnung, er kann nicht als Ziel, aber müsste eigentlich die 5 Schaden bekommen. Wir sehen. Ja, genau, er killt sich durch die Fähigkeit, killt er sich.
Und er macht dem Hinteren schon mal Schaden. Okay. So, die kriegen jetzt hier noch mehr Ausbrennstapel, das ist gut. Er killt sich, kriegt mehr Damage. Okay. Gut, er ist schon mal gerichtet, ist auch schön. 127. Sieben Leben. Das ist ein bisschen blöd. So, sie kriegen mehr aus als die Stapel. Er wird gekillt, okay. Er brennt ja sowieso aus. Daher ist das egal. Problem ist, dass unser Champion stirbt. Egal wie wir es machen. Also wir vernichten ihn direkt übers Blitzeis. Aber wenn wir 10 magische Kraft, ist das zu wenig. Also, wir setzen unseren Magier hier hin. Den Sprengstoff davor. Dann wird er gekillt. Er kriegt halt einen Schaden zu wenig, aber das macht nichts. Wir setzen unseren Champion hier vorne hin und killen ihn direkt wieder. Okay. So. 34 Schaden. Brauchen jetzt unsere Reformierungszauber im nächsten Zug. Kriegen 5 Karten. Das dürfte genau die sein. Okay. Es nützt nichts, unseren Champion hier hinzustellen, weil er nicht stirbt. Wir müssen ihn hier unten hinstellen. Wollen wir ihn gleich nochmal vernichten? Ihm können wir hier hinstellen, der macht auch nochmal ordentlich Damage. Dann vernichten wir unseren Champion und dann wird er nochmal stärker. Okay. So, 1150 Leben. Jetzt gucken wir erstmal, was wir alles reformiert bekommen. So. Wir brauchen einen Tank. Wir brauchen einen zweiten Tank. Ihn und unseren Champion. Reicht's exakt aus. Alles da. So, die oben vieren hier fein. In der Mitte passiert nichts und jetzt schauen wir doch mal. Das war der erste Angriff. Und jetzt Shepherds. Ein Leben haben, ne? Und damit macht er ihn fertig. Alles klar. Okay. Das waren 400 feine Münzen. Ich denke, wir könnten das mitnehmen. Noch
wir 10 Angriff mehr. Den Rest brauchen wir nicht. Okay. Jetzt gucken wir mal, was unser Champion gewonnen hat. Und zwar hat er jetzt nämlich von Haus aus 11 Angriff. Okay. Ja, dieser Buff hätte wahrscheinlich eins früher kommen sollen. Wäre sinnvoller gewesen. Was wir noch so raussuchen können. Wir könnten Zauber und noch eine Kopie. Hier hätten wir nochmal die Möglichkeit, unsere Monster zu verstärken. Ich will auch eine Kopie. Karten rausschmeißen. Ich glaube, brauchen wir nicht. Zauber können wir verbessern. Und zwar definitiv wollen wir das hier preiswerter machen. Ah, zweimal drauf geht nicht. Okay. Dann können wir dann noch einmal das auf 0 setzen. Das passt. Okay. Dann eine Kopie einer Karte. Und zwar kopieren wir uns unseren stärkeren Kopfgeldjäger. Jetzt haben wir 3 Kopfgeldjäger entdeckt. Und was haben wir denn noch? Wenn eine verbündete Einheit stirbt, wende plus 10 auf diese Einheit an. Definitiv. Werden die Kosten von eingefrorenen Karten, das haben wir nicht. Höllenblut brauchen wir, denke ich, auch nicht. Wende Schwindel auf Gegnerischer, wenn sie den Höllenblutraum betreten. Nee, aber das nehmen wir mit. Und Zauberanfälligkeit können wir auch noch mitnehmen. Okay. Ja, komm. Gut, dann geht's zum Endboss. Ich denke, wir sind gut gewappnet. Er hat 2 Multischlag, okay. Und eben der erste Zauber in jedem Zug erhält Verbrauch. Daran müssen wir definitiv denken. Gut, so. Greift er eigentlich die ganze Zeit mit an? Nee. Da kriegen diese dämlichen Splitter hier. So. Ey. Dadurch, dass er flink hat, passiert halt hier nicht viel mit ihm. Also eine dämliche Karte. Moment. 11 und 130. Und der macht dann. Sollte eigentlich ausreichen, ne? Auch als ob er überlebt. Er überlebt, ja. Okay. Also, er macht ja sogar 18 wegen Dornen. 7 Dornen. Ihn ganz hinten hin. Gut. 2 sterben. Den Magier setzen wir hier hin, der macht schon mal 5 Schaden. Jeder Schaden ist wichtig. So, sehr schön. Eine dämliche andere Karte kriegen wir jetzt nicht. Okay. Gut. Also, unseren Champion. 3 Leben hat er. Auf der anderen Seite würde er hier Löffel abgeben. Dem hier Schaden. Okay, wir machen das so. Reformieren. So.
unseren Champion hier unten hin, der soll sterben. Leider nimmt er noch keine Einheit mit. Dummerweise stirbt der hier nicht. Außer wir setzen unseren Herzboxer wieder ein. So, hier oben, der stirbt auch. Und wir setzen unsere beiden Kopfgeldjäger hier oben hin. Und das sind schon mal ein Zehntel vom Bossleben an Damage. Sehr gut. Oh, okay. So. Das muss weg. Der hat sowieso verbraucht. 111 Damage. So, Champion stirbt mal wieder nicht, ne? Doch, ja. Ah ja, weil der andere da. Okay. Wollen wir ihn? Was haben wir denn an toten Einheiten? So ein Jäger. Okay. Sprengstoff setzen wir einfach mal oben mit hin. So. Und Zauber heben wir uns mal auf. Na, jetzt die Dame hier davor setzen. Sterben beide Einheiten. Und da sie Schaden bekommt, müsste er weiter über. Sehr gut. Okay. Das weg. Der weg. Als erstes die Seele hier noch hinsetzen sollen. Unseren Champion. Er killt jetzt die eine Einheit, die andere killt ihn. Perfekt. Und unsere Dame des Hauses. Dahin. Okay. Den nehmen wir weg, damit wir schön Schaden drücken können. So, die Frage ist jetzt, kriegen wir unseren Champion nochmal getötet? Es sind noch drei Wellen. Sollte eigentlich möglich sein. Also setzen wir uns auf. So. Wir können noch eine Einheit reformieren. Und ihn setzen wir. Ja. 389 Damage. Okay. Wir haben sowieso einen Verbrauchszauber.
ernst. Ja, cool. Zum Ausbrechen bringen. Ah, jetzt wie viel Kapazität? Also noch eine. Ah, ist schön. Ich schätze mal, dass er die zweite Ebene geht. So, mehr haben wir jetzt erstmal nicht zum Reformieren. Okay. Unser Champion wird jetzt nochmal sterben. So. Jetzt setzen wir unseren Champion ganz noch hin. Obwohl, einmal stirbt er ja noch, ne? Genau. Unsere Dame des Hauses. Der brennt sowieso auf. Machen wir es so. Okay. Gut. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, haben wir jetzt gern. Den Damage. Start drauf. ...1400. Sehen, was wir noch für eine Einheit reformieren. Sehr gut. Zack. Damit reicht das. Jetzt kriegen wir nochmal 14 Blutasche, die keiner braucht. Und dann macht ihn fertig. So, das waren die ersten beiden. Die bekommen wir mal schön ausbrennen, Stapel. Und jetzt kommt der Schaden hin. 209, 325. Hier nochmal 100. 209, 325. Und jetzt kriegen wir gleich noch... Ne, die Seele Stacks kommen gar nicht erst, weil er macht ihn fertig. Okay, also bis auf einen Boss, der einmal eine Ebene nach oben gekommen ist, haben wir hier einen Durchmarsch gemacht. Vergleichbar mit dem Heilungsbild oder mit den Umbras teilweise. Sehr interessante Kombination. Also ich denke, das Heilungsbild, eines der Umbra-Bilder und dieses Bild hier mit dem Schwindling, das sind wirklich gute Kombinationen, um dann die höheren Paktstufen zu bestreiten. Also es war jetzt ja wirklich sehr einfach. Wir hatten aber auch wirklich gute Karten, muss man sagen. Okay, heißt, wir haben das hier geschafft. Und in der nächsten Folge gehen wir dann die letzte Kombination an aus Höllenhörner und schmelzende Relikte. Werden dann sehen, wie wir da performen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!